Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, Miriam, sie ist liebende Mutter, sie ist Ehefrau und sie ist vor allem Seelenleserin. Super spannend, oder? Schön, dass du bei mir bist, meine Liebe. Dankeschön, Sam. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gern. Wir sind ja schon ein paar Monate mittlerweile miteinander verbunden, haben uns auch in dieser ja fast spannenden Zeit um dieses C-Thema kennengelernt, haben auch schon gemeinsam an einem Online-Kongress teilgenommen. Mhm. Ich habe dann von deiner Arbeit gehört. Wir haben auch ein bisschen was zusammen gemacht. Und ich habe gedacht, du bist so eine tolle und spannende Frau. Ich möchte dich gerne in meinem Format vorstellen. So, denn heute, erzähl mal ein bisschen von dir. Wie wird man Seelenleserin? Und was genau können wir uns darunter vorstellen? Also das Seelenflüstern, glaube ich, kann jeder von uns. Wir haben es nur verbuddelt. Das ist ja jetzt nichts Neues, was ich sage. Ich kann dir nur von meiner Perspektive, von meiner Geschichte erzählen, wie das wieder an mich angetreten ist. Und als Kind habe ich ganz viele Sachen wahrgenommen. Aber ich dachte mir als Kind auch, ich hatte eine spezielle Begegnung und ich dachte mir, wenn ich die guten Sachen sehe, könnte ich auch die schlechten Sachen sehen. Und das wollte ich nicht. Also habe ich mich da total verschlossen. Dennoch kam das immer in meinen Träumen durch, dass ich Sachen sehen konnte, fühlen konnte, die dann auch tatsächlich in der realen Welt dann so eingetreten sind. Und irgendwann kam dieses Thema Mangel. Mangel an Selbstwert, Mangel im Außen so stark durch, dass ich dachte, das kann doch nicht alles sein im Leben. Hier muss es mehr geben. Und ich bin auch christlich erzogen worden und dass ich den Tempel hier drinne habe, ja, dass ich jederzeit, und mein Mann sagte immer so schön, du brauchst keine Kirche, um das Gespräch mit Gott zu führen. Und dadurch, dass ich so christlich erzogen worden bin, war das so für mich so voll, so kannst du nicht reden. Aber dann kam der Punkt, wo ich selber erleben durfte, dass der Funke Gottes in mir wohnt, dass ich dieser Funke bin. Und in der Akasha-Chronik-Lesung und den Lesungen bemerke ich auch wirklich, wie der Mensch alle Facetten fallen lässt, wenn er erkennt, wer er wirklich ist. Wie kam ich dazu? Noch mal ganz kurz zurück. Der Mangel hat mich dahingehend gebracht, dass ich verstanden habe, dass es mehr gibt als das, was ich sehe. Und so habe ich mich mit der Energiearbeit beschäftigt. Und die Christus-Energie, das Christus-Bewusstsein, die bedingungslose Liebe zu allem und in jedem kam dadurch so stark in mir hervor, dass ich dann in Gespräche gegangen bin und dass ich Bilder empfangen habe, dass ich Stimmen wahrnehmen konnte. Und so hat das Ganze angefangen, dass das dann in die Heilung treten darf, weil jeder von uns ist ja ein Frequenzträger. Und meine Frequenz ist darauf ausgerichtet, versöhn dich heil. Also Heilung im übergeordneten Sinn und in der Versöhnung und in der Verzeihung. Und das ist so allgegenwärtig, weil wir an erster Stelle uns selbst versöhnen, mit uns selbst in die Versöhnung treten dürfen und dann auch verstehen, warum der Gegenüber von mir mit mir einen Konflikt hat oder warum ich ihm gegenüber so ablehnend reagiere, weil diese vielen Seelengespräche, die ich habe, merke ich auch, dass alles mit allem verbunden ist und dass jeder Seelengesprächspartner auch mit mir in Verbindung steht, dass auch ich immer wieder was auflösen darf oder erkennen oder zumindest anschauen darf. Und das setzt sich so frei in das Feld, Sam. Ich muss es dir nicht sagen, du kennst es selber, wenn die Liebe in einem nach außen hingeht und das dann, ich habe ein Bild bekommen in der Akasha-Chronik, das geht dann nach oben. Und von oben regnet es dann oder es scheint die Sonne, aber es verteilt sich in das Kollektiv. Und genauso ist es, wenn wir uns von unseren alten Lasten befreien, weil wir es ganz bewusst anschauen, setzen wir auch was ins Kollektiv frei. Noch einmal zurück zu dir. Du sagst, du hast als junges Mädchen dann schon Träume gehabt, Bilder empfangen. Und hast du dich da mit deinen Eltern dann drüber ausgetauscht? Also hast du diese Qualität auch geteilt oder hast du dich dann zurückgezogen? Ja, den Eltern, das konnte ich denen schon erzählen, dass ich
Vater hatte auch solche Träume, aber er ist auch jemand, der sehr, wie soll ich sagen, Respekt davor hat, vor diesen Energien. Und das habe ich mir auch übernommen. Das gibt Dualität, ja. Und letztlich gibt es aber nur das eine, die Einheit. Und ich war so gefangen in der Dualität, dass ich eben dachte, wenn ich gute Sachen sehen kann, dann könnte ich aber auch, habe ich auch die Öffnung, vielleicht was zu sehen, was mir nicht so dienlich ist, und habe mich verschlossen. Und jetzt kommt so dieses Übergeordnete. Und als ich 8 Jahre alt war, weiß ich noch ganz genau, und das ist jetzt sehr persönlich, was ich sage, Sam, ich glaube, das habe ich hier zum ersten Mal, erzähle ich das jetzt auch, bin ich aus dem Bett gestiegen. Ich habe 3 Schwestern. Und wir haben auch immer, waren wir zusammen. Also es gab keine Nacht, wo ich alleine geschlafen habe, was sehr, sehr schön für mich war, weil ich auch Angst hatte vor der Dunkelheit. Und an diesem Abend, in dieser Nacht, bin ich aufgestanden. Uns im Haus gab es ein Fenster, wo du eine ganze Aussicht über das Dorf hast und über die Stadt hast und auch den Sternenhimmel ganz klar sehen kannst. Und ich habe mich dahingestellt und habe den Sternenhimmel angeschaut und dachte, Unendlichkeit. Wir sind unendlich und ich werde nie sterben. Mich wird es immer geben. Und ich habe Raum und Zeit verloren. Ich war wirklich so in diesem Bild reingezogen worden, als wäre ich auf einer anderen Ebene mit 8 Jahren. Wahnsinn. Und da, ich wusste, dass ich unsterblich bin, wir alle. Aber dann kam der Moment des Verstandes, der mir gesagt hat, dann ist wird. Und auf einmal kam die Angst und ich habe zugemacht, weil ich wusste, dieses kleine Loch, das, den Übergang zu der Schwelle, werde ich alleine gehen, wie ich mit der Geburt auch alleine gekommen bin, oder habe ich das vergessen? Aber als 8-Jährige wurde mir ganz klar, dass ich gehen werde und dass ich in Empfang genommen werde. Aber dieser kurze Moment, der ist nur meiner und er hat mir Angst gemacht. Und ich habe alles wieder verschlossen. Ich bin sofort ins Bett gerannt und habe geweint vor Freude, aber auch vor der Traurigkeit, dass das vergeht, das, ja, was wir. Ja. Und wann hast du, also dann hast du ja angefangen, dich erstmal wieder zuzumachen. Und wann hast du dann angefangen, wirklich mit diesen Energien und deinen Fähigkeiten zu arbeiten? Ich habe wirklich eine Sehnsucht in mir, ist so aufgegangen, dann kam zeitgleich der Mangel, das war alles so ineinander eingespielt, mhm, und ich wusste, hier passiert was. Ich saß in meinem Wohnzimmer, ich habe 4 Kinder, Sam, ich bin ständig unterwegs und mache und tue und hatte mich auch in diesem ganzen Kreislauf verloren. Aber dieser Moment, wo ich dann auf der Couch saß und nach draußen geguckt habe, wieder in den Sternenhimmel, und diese tiefe Sehnsucht mich gepackt hat, ich wusste nicht, was es ist, ich wusste nur, dass da was ist. Und das hat mich so mitgenommen. Ich wusste, da kommt jetzt was auf mich zu. Ich bin bereit. Ich nehme es an. Ich nehme es in Empfang. Und der Mangel wurde zu meinem besten Freund, weil ich wirklich durch ihn, durch diese Brücke gehen musste, um zu erkennen, hey, guck dir es an. Ich bin nur da, damit du genau hinschaust. Guck mal, was hier unten drunter alles versteckt liegt. Und diese Kraft ist dann immer weiter hochgestiegen, sodass ich dann Gespräche eingetaucht bin, Bilder wahrnehmen konnte, Stimmen, Frequenzen wahrnehmen kann. Mhm. Und wie gesagt, im übergeordneten Sinn geht es immer um die Heilung, energetisch. Mhm. In der warst du zu der Zeit schon Mutter oder war das bevor? Nee, ich war schon Mutter. Mhm. Und wie ich dir eben geschildert habe, in dem Muttersein verliert man sich ja auch mal gerne. Ja. Was mir jetzt aber zum Vorteil ist, ich bin unheimlich geerdet. Also ich stehe hier mit beiden gestandenen Beinen auf der Erde und ich weiß, dass mein Kopf nach oben hinragen kann. Mein Krafttier Giraffe, das verstehe ich jetzt heute auch, ja. Aber das ist die Verbindung und genau das ist es. Wir sind in der Mitte. Und wenn wir immer in der Mitte, in der göttlichen Ordnung uns entscheiden zu sein, sind wir eben verbunden da oben und mit Mutter Erde, mit Gaia. Und das ist das Zentrale. Und dann hast du halt angefangen zu sagen, okay, ich tauche ein in diese Energien und ich mache das auch für andere Menschen. Genau. Roman würde jetzt sagen, Daten auslesen. Du sagst dann eben, du tauchst in die Akasha-Chronik ein des jeweiligen, der sich dafür öffnet und dich um Unterstützung bittet, ja? Und hilfst dann, Seelenthemen zu finden, damit die Menschen in Heilung gehen können, richtig?
Genau, es geht ganz, ganz tief darum, essentiell um die Ursache. Das heißt, alles ist ein Symptom, was uns in der allgegenwärtigen Situation begegnet, ist nur das Symptom. Die Ursache, die sitzt manchmal so tief, dass wir alleine uns so verirrt haben, dass wir nicht drankommen. Dennoch sind wir die Schöpfer. Das heißt, wenn wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, braucht keiner keinen anderen. Aber wenn ich jetzt so mit dir stehe und mit dir spreche, Sam, und nehmen wir mal an, du bist mein Seelengesprächspartner, hast du mich kreiert, weil ich eine Erinnerung daran bin, wer du bist, und durch meine Worte erinnerst du dich daran. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns auch unabhängig davon machen, dass wir jeden Impuls prüfen dürfen im Herzen, annehmen können, wenn wir wollen, aber es nicht müssen. Ja? Aber wenn der Mensch in diesem Zustand ist, dass er sagt, ich fühle mich so, als könnte ich da nicht mehr raus, da sind so Blockaden, was ist mit mir? Dann steige ich in diese Akasha-Chronik, in das allumfassende Wissen, werde ich mit rein eingeladen und darf dann Ursachen erkennen aus einer alten Inkarnation im Jetzt, im Energiefeld oder Themen mit Vater, Mutter, also wie auch immer. Ich habe da so einen großen Wissensschatz bekommen dürfen, auch mit verstorbenen Energien. Und da tauchen wir ein und schauen, was ist da? Warum bist du im Jetzt blockiert? Was ist die Ursache? Was hast du verursacht? Und das ist die Wirkung. Wie können wir die Wirkung dann neu einstellen, wenn wir die Ursache verändern? Gehst du denn für dich regelmäßig auch sozusagen in deine eigene Akasha-Chronik, um Zukünftiges vielleicht auch zu sehen? Also ist das überhaupt möglich? Bei der Akasha-Chronik ist es so, dass du Zukünftiges nur als Möglichkeit siehst. Also es ist keine Wahrsagerei, sondern es ist auch ganz spannend, wenn ich mit jemandem spreche, der taucht erst mal ins Gespräch ein, ist erst noch verschlossen, hat vielleicht noch, was kommt jetzt, und ist kopfgesteuert. Und mit der Zeit merkst du, wie die Schwingung sich verändert, die Frequenzen sich anheben. Und dann bekomme ich ein Bild, das darf ich dann auch weitergeben, aber es ist aus der Frequenz im Jetzt. Das heißt, wie die Schwingung sich jetzt gerade verändert hat, der Mensch oder mein Gegenüber sich jetzt angehoben hat, zeigt sich eine Möglichkeit. Aber mit jeder Entscheidung können wir, weil wir sind Schöpferwesen, revidieren oder es umstellen. Auch erkennt, ey, das sitzt in mir und ich kann das und ich schaffe das. Ja, letztendlich ist es ja auch so, wenn ich die Entscheidung im Jetzt treffe, kann ich zur Sekunde mit Kraft meiner Gedanken und meiner eigenen, sagen wir, Programmierung vielleicht auch, meinen Weg anders wählen. Die Frage ist ja nur nach dem Bewusstsein. Also je bewusster ich selbst mit mir bin, in meinem Umfeld bin, meine nächsten Schritte tue, also alles fängt natürlich mit den Gedanken an, je einfacher wird es ja auch für mich sein, die Energie entsprechend dahin zu formen, sage ich mal, wie ich es dann möchte. Genau. Darüber, wo du sprichst, ist ja auch oft so, dass eben diese Blockaden da sind, wo man sich im Kreis dreht, wo man immer wieder an einer Sache hängen bleibt, wo so ein Türöffner von außen ja sehr hilfreich sein kann, ne? Und auch, was wunderbar ist, ist, dass man eine Einsicht bekommt oder eine Einsicht, meine ich, einen Perspektivwechsel darauf, warum wurde mir das angetan? Warum wurde ich an. Das ist schon eine harte Kost, was ich jetzt hier auch rausgebe, aber letztlich immer ein Akt des Gefallens ist, dass man wirklich daraus der Mensch wird und sich erkennen kann. Mit jeder Niederlage können wir aufstehen und noch weiter wachsen. Mhm. Und genauso brauchen wir keine Niederlage. Wenn wir mit dem Bewusstsein weit sind, mussten wir nicht anfängt, warte mal, jetzt will ich mich gerade unbequem, jetzt will ich mal aufstehen, sonst bleiben wir sitzen. Genau. Und bringst du den Menschen dann auch bei, für sich selber diese Schritte zu machen? Also, weil am Ende geht es ja immer darum, Hilfe zur Selbsthilfe, heißt es so schön in Therapeutenkreisen, ja? Dass ja so ein Coaching eigentlich eine Tür öffnen soll, eine Blockade helfen zu lösen. Aber im Grunde geht es immer darum, dass wir selber unsere Qualitäten wieder entdecken. So wie du sagst, irgendwann habe ich es zugelassen und dann kamen die Bilder wieder. Dann konnte ich mit den Energien plötzlich wieder arbeiten. Jetzt reichst du anderen die Hände. Meine Frage eben, reichst du so weit die Hände, dass du die Leute selber laufen lernen lässt, so?
Ja, absolut. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt auch ansprichst, weil es super schön ist, dass die Kraft in uns innewohnt und es gibt so viele verschiedene Wege nach Rom. Ja. Ich biete einen Weg an, der dich dorthin bringen kann. Und wenn du das in Anspruch nimmst, kannst du die Ausbildung machen und du kannst in deiner Akasha-Chronik lesen und du kannst, weißt du, es ist auch nicht so eine Abhängigkeit, auch selber nicht. Ich lese nicht ständig in meiner Akasha-Chronik. Ich fühle mich dauerhaft verbunden, weil ich diesen Kanal jetzt geöffnet habe, weil er nicht mehr eng ist, sondern weil er sich geweitet hat. Und ja, diese Möglichkeit gibt es, dass man eine Ausbildung machen kann, um bei sich selber das zu lernen und auch andere. Was heißt lernen? Das ist falsch, sich wieder daran zu Zu erinnern. erinnern. Ja, weil Genau. lernen müssen wir gar nichts und schon gar nicht hier im Verstand. Ja. Wir müssen uns nur daran erinnern. Und wenn ich dein Herz, zack, Ja. berühre, dann ist es geschehen. Genau, und da hast du es auch noch mal treffend gesagt. Ich finde halt so wichtig, für den einen ist der Weg gut, für den anderen der Weg. Spiele, sage ich mal, sind das ja Spielformen, die uns angeboten werden, aber der richtige Impuls war, zack, wenn es im Herz berührt, dann ist es Genau. das Richtige. Und ja, Genau. das gilt es dann für jeden Einzelnen zu filtern, ne? Genau, und das auch als Wegweiser anzunehmen und nicht wieder den Verstand kommen zu lassen. Der Verstand ist mein Diener. Er darf mir dienen und er ist auch ein Freund von mir. Und mir alles leiten, sodass ich dieses Herz verrotte, weil dann haben wir kein Mitgefühl mehr. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir mitfühlende Wesen sind, die aber eigenermächtigt sind und sich nicht leiten lassen, sondern sich ja ermächtigen und vielleicht den anderen damit auch anstecken, liebevoll. Ich glaube, dass gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir uns befinden, Menschen wie du ganz, ganz wichtige Leuchttürme sind, weil es ist so. Das bringen wir noch zu Ende. Den Gedanken lasse ich nicht los, weil es jetzt wirklich auch darum geht, umzudenken und den Wandel, der ja ganz sichtbar jetzt mittlerweile schon ist, wirklich zu leben und zu transformieren. Ja, also dann lass mich an dieser Stelle einfach sagen, dass auch du mir ja ein Leuchtturm gewesen bist oder immer noch bist. Wir sind wunderbar verbunden miteinander und ich deine Arbeit sehr schätze und ich mich freue auf das, was vielleicht auch von uns beiden dann noch kommt. Vielen Dank, Sam, für diese Möglichkeit, dass du den Menschen die Stimme gibst, dass man das nach außen tragen darf. Für dein Team, für dich auch noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Knutschi, auch von mir und ein Lächeln für meine Zuschauer.